Ja, also die Frage zur internationalen Vernetzung. Also ich, für Ende Gelände kannst du das ja nochmal sagen, aber bei den NGOs gibt es das natürlich auch. Also gibt es einmal zum Beispiel in Europa gibt es die Europe Beyond Coal Kampagne, die über, ich glaube, lass mich nicht falsch sein, aber ich glaube jetzt sechs Länder, sechs prioritäre Länder versucht mit einem Ansatz, Kampagnen auch gegen einzelne Kraftwerke sichtbar zu machen und sozusagen auch Gruppen in Ländern Osteuropas, wo nicht so viel Kapazitäten herrschen, zu Kampagnen, so Expertise zur Verfügung zu stellen, wie diese Kraftwerke am besten angegangen werden können, gemeinsam sozusagen es auch sichtbar macht, wie es in Europa um die Kohle steht. Gerade auch weltweit sind da, gibt's da größere, gibt's da mehr, also Vernetzungs Treffen immer wieder. Ich war gerade auf einem vor 2 Wochen, wo auch nochmal so ich will mal sagen, die Erfolge der letzten 5 Jahre hervorgehoben wurden, dass in den letzten 5 Jahren über die Hälfte der neu gebauten Kraftwerkskapazitäten weltweit verhindert werden konnten, aber auch gleichzeitig die riesigen Herausforderungen, vor der wir stehen, dass um nach dem 1,5-Grad-Bericht, um die Welt sozusagen, um den Klimawandel auf 1,5 Grad zu beschränken, weltweit bis 2030 über 3/4 der Kohlekapazitäten abgeschaltet werden müssen. Und da gibt es insofern eine ganz, auch von unserer Seite eine Kooperation, dass wir in diesem ganzen Prozess mit der Kohlekommission den nochmal evaluieren wollen und unsere Erfahrungen auch mit Ländern teilen wollen, in denen das, wie zum Beispiel in Südafrika, wo es auch eine Kohlekommission gibt, oder in Chile, die diese Erfahrungen nutzbar machen wollen.